Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Contrast. Dann werden wir hier doch mal die Rolle einnehmen der Prinzessin. Ich nehme einfach mal an, dass es so funktioniert. Genau, das sieht ja jetzt aus, als hätten wir so einen Hut. Right here. Da bin ich. Hier. There she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers, because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away and the ogre was very large. So only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Okay, das kriegen wir alles hin. Oh, cool. Sekunde. Ja, nein. Oh, okay, ich krieg das hin. So, und dann darüber. Wir sind schlau, wir benutzen unsere Wits. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? She ran on top of their heads. That's right. Yeah. Ganz so wie Harry. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Cool. Okay, Sekunde. Dann ist die Reihenfolge, die ich will. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Gucken wir mal. Nee, dann geht das ja jetzt als erstes weg. Oh nein! Wo fange ich denn dann wieder an? Mal gucken. Ah, okay. So vielleicht? Gucken wir mal. Dann geht das hier ja gleich weg. Oh Mann! Also jetzt... Also ganz ruhig mal. Ich will, dass als erstes weggeht... Keine Ahnung. Sekunde mal. Ich habe gerade echte Denkprobleme. Nee, dann geht das ja als erstes weg. Das ist ja doof. Wow, krass, wie weit sie eben gesprungen ist. Das ist ja cool. Sie wurde voll katapultiert. Oh nein, jetzt habe ich das aktiviert. Als letztes soll das da oben weggehen, okay? Also muss ich als letztes die Mitte drücken. Als letztes die Mitte. Probieren wir mal so. 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 Ey, das gibt's doch einfach nicht. Oh, oder muss ich mich katapultieren lassen? Nee, das glaube ich nicht. Von dem unteren hier? Könnte schon sein, oder? Ich probiere das nochmal. Achso, na, jetzt habe ich es falsch gemacht. Aber es würde uns schon katapultieren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Rätsels Lösung ist. So, das wird dann weggehen. Ich probiere es mal einmal. Na? Unfortunately, aber she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Cool. Halt, so war die Geschichte gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, ist ganz gut, wenn das hier weggeht als erstes. Und dann schießt uns das hier hoch. Nee, Sekunde, nochmal. Das hier, dann schießt uns das hier hoch.
Und als letztes dann dieses. Nein! Oh mein Gott! Das war schon ziemlich gut, glaube ich. Wait, that's not what happened. Das ist wirklich nicht, was geschehen ist. Oh, ich drücke da immer aus Versehen drauf. So. Sekunde. Nein. Das hier. So. Oh nee, jetzt habe ich es in der falschen Reihenfolge gemacht, ne? Oh Gott. Och, Leute. Das war doch sehr gut gewesen. Das hätten sie ruhig mal gelten lassen können. So, nochmal. Nee, das war jetzt wieder falsch. Oder? Doch, ich muss erst das hier. Aber ich darf ja auch nicht zu weit springen. Ist auch ein bisschen doof. Wie verhindere ich das denn? Vielleicht, wenn ich näher hier hingehe? Ja! Nein! Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Meine Güte. Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Das soll nicht als letztes. Sondern das... So. Ich warte diesmal länger. So. Na? Nee. Nein! Okay. Nein. Halt. Das gibt's doch einfach nicht. Ey, ich dreh gleich am Rad hier mit diesem Rätsel. Ja, und jetzt... Oh mein Gott. Gott sei Dank. Across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Okay. Aber ich rette ihn doch jetzt, oder? Ich kann mich nur gerade nicht bewegen. Ach, jetzt. Hahaha. Gar kein Problem. Und jetzt? But the princess was a woman of action. And she was nimble. And the ogre was clumsy and easy to taunt. Ja, hat ja gut geklappt. That's when you make fun of them. Komm. You should never make fun of people. Nein. But with ogres, sometimes you have to. Na komm. Bisschen weiter muss ich weg. Na, kommst du? Na, schlag doch. Wieso hat denn das letztes Mal so gut geklappt? Ah, jetzt. Okay. Jetzt komm. Na komm. Schlag doch hier zu. Oh! Ah, ich Idiot. Okay, da muss ich springen. Na komm. Komm. Hier hin. Na? Hier. Komm. So. Und rüber. Und im richtigen Moment muss ich hier dann springen. Okay. Nein! Ha! Nein! Oh, bitte! Das Spiel macht mich fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt schlag doch mal zu hier. So. Und rüber. Und einen kleinen Moment länger warten. Okay, super. Jetzt bin ich vorsichtig. Ich gehe da jetzt einfach noch nicht hin. So. And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Oh yeah, Fred's footprints okay. led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her.
Soon she came to a vast pit filled. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's also not what das happened. Gar nicht. Soon she came to a vast pit filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know, I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Cool. Yay! There we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave, deeper and deeper into the cavern she floated. She... Na toll, ich bin da rangekommen leicht. Wait, that's not what happened. Achso, ich muss nochmal nehmen, ne? Okay. Und wieder rein. Also, nochmal. Schön vorsichtig, ich darf nicht einen Millimeter berühren die Wände. Deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. Oh Gott. But maybe it was only the wind. Vorsicht. Höchste Konzentration. Oh, da ist die Spinne. Da ist Fred. Ich muss ihn retten. Aber ich muss hier erstmal irgendwie durchkommen. Oh, Spinnennetz. Finally, she landed softly. Right in a spider's web. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. Oh Gott. The princess needed to find somewhere to hide. Okay. And where do I hide? Gute Frage. Ich konnte da eben nicht runter, da bin ich gestorben. Ich könnte auch einfach aus dem Schatten raus, wenn das in Ordnung geht. Nee, leider nicht. Dann startet es da wieder. Alles klar. Ich gucke gleich mal, ob wir da rüberspringen können. Da könnten wir es hin... Ah, da! direkt unter den Stein mal gelaufen. So, okay. Naja, dann kriegen wir das ja hin. Alles klar. So. Und dieses hier. Und dort verstecken wir uns. Wunderbar. Tschüssi. Ah, jetzt kommen wir da natürlich auch rüber. Was ist denn das für ein Geräusch? Huh, noch ein Stein. Nein. Suddenly, a giant spider jumped out of the shadows and attacked her. Nein. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. She ran and climbed and jumped and climbed, but the giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. Oh Gott, nein! Stress, Stress, Stress! Nein! Ich hasse Spinnen! Ich hasse Spinnen wirklich sehr! Fortunately, the princess remembered how the webs were holding up boulders. Puh! Yay! Oh, Vorsicht! Wir werden gleich wieder von irgendwelchen Schatten getötet. Lieber vorsichtig sein. Wir bilden gleich eine Treppe, würde ich sagen. Cool, dann kommen wir vielleicht zu Fred. Oh, ja, du hast schon recht. She found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Süß. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song very quietly. After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Okay, los geht's.
Ach so. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms, but she was very brave and nimble, just like you. Ja, sie war total brave. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Dann muss ich schnell zurücklaufen, oder wie? Bleibt der da liegen? Ah, okay. Super, dann mal weiter. Müssen wir schön aufpassen, falls wieder sowas kommt. Vielleicht hier gleich, huh? Up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffin she would make once she got fed. Do you still like muffins? Oh, wow, das war Glück. I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. Was ist das hier? Das ist doch irgendwas. Ah, da. Hoch, bitte geh hoch. Super. Das war mehr Glück als Verstand. Oh, okay. Was haben wir da? Ach so, da haben wir wirklich viel Glück gehabt. When the princess got gelöst to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. Aber wirklich, das ist keine Überraschung. Und nun? So she Hallo, taunted Drache. The dragon until it roared its fiery breath at her. Ah, okay. Na? Ja, spuck! Huck! Nein! So war das nicht gemacht. Oh, okay. Kein Problem. Kriegen wir gleich hin. Das ist ja gerade wirklich nicht schwer. Ah, oh, ist sogar eines der Seile schon durch. Na! Und nochmal. Komm. Finally, yeah, Fred ist burning bereit away the ropes that were tying up Fred. Freddy! And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again. And they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Cool. Fand ich eine gute Geschichte. Yay! Sehr süß. Yay, Dawn, you did it! We did it! Super! Jetzt müssen wir nur noch eine Attraktion reparieren. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Contrast wieder. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich sogar schon den zweiten Akt durch, wenn wir die letzte Attraktion repariert haben. OMG! Ich habe schon gehört, dass das Spiel sehr kurz ist, also bin ich da jetzt nicht so überrascht. Okay, also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann bis dann! Ciao, ciao!